Ja, und damit ganz herzlich willkommen zum neuen Follow the Fox. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, der alte Follow the Fox, der feiert quasi gerade schon leider Geburtstag, weil der ist immer noch nicht draußen. Und ich fange schon mit dem nächsten an. Aber ja, so ist es. Ich denke, jetzt im Laufe auch der Woche wird er nämlich auch online gehen. Und genau, heute ist Dienstag, der 30. März und wir sind ja, gleich als erstes Mal bei einem Gespann oder bei einem Traktor, den ich letztes Jahr zwar schon gesehen habe, ganz kurz auch Probe fahren durfte, mal ein paar Meter auf dem Feld, aber ich konnte leider noch nicht auf dem Feld ablichten. Da oben hinter mir fährt er auch schon und da sind wir heute mal zu Besuch. Was das genau ist, das werden wir uns gleich anschauen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt schon mal viel Spaß und bleibt dran, wir hören uns bis dahin. So, wir haben jetzt hier schon Bilder gemacht, ein paar Szenen auch gesammelt und ja, ich, wie gesagt, bin nach wie vor begeistert von der Maschine. Fotografisch gesehen, Lichtverhältnisse nicht so super schön. Ich weiß noch nicht, was wir in der Nachbearbeitung dann noch sehen oder auch nicht sehen werden. Aber könnte noch besser sein. Also, wie gesagt, wie ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe, also es ist von der Lichtstimmung her einfach schöner, wenn es halt wirklich in den Abend ein bisschen reingeht. Und gut, heute ist wieder auch, ja, ich weiß nicht, ihr seht auf jeden Fall, wolkenloser Himmel. Das ist auch nicht so optimal, aber wir machen das Beste draus. Gut, ich denke, ich werde mich dann jetzt von der 8R-Geschichte ja auch gar nicht nochmal melden. Wir sehen uns dann wahrscheinlich nochmal beim Drillen, hier gleich auf dem Nebenacker nochmal wieder. Bis dahin, bis gleich. Ja, eigentlich wollte ich mich ja hier nochmal vom Haferdrillen melden. Die Felder sind ja auch hinter mir und ich bin hier vor Ort. Allerdings habe ich gerade den Fahrer noch beim Zusammenklappen der Sämaschine und beim, ja, in den Feierabend fahren erwischt und nochmal kurz mit ihm geredet. Nicht so schlimm, das wird auf jeden Fall heute nichts mehr. Aber ja, wie gesagt, das gehört einfach irgendwo auch zum Daily Business, sage ich mal, dazu, dass man irgendwo mal hinkommt und dann ist schon Feierabend oder was. Vor allem gehe ich das Risiko ja gewissermaßen ein, wenn ich auch später wohin fahre, dass einfach dann schon Feierabend ist. Die Hauptsache war ja das mit dem neuen 8R und das habe ich mitbekommen. Ich hoffe, da, wie gesagt, haben wir ein paar gescheite Aufnahmen zusammengekriegt. Jetzt geht es aber in jedem Falle nochmal zum Hofgut Eichicht, zum neuen R beim ja, Saatbett bereiten. Da nehme ich euch jetzt definitiv nochmal mit. Seid also gespannt. Bis dann. Ciao, ciao. So, wir kommen hier beim schönen Sonnenuntergang nochmal beim Felsamrichten. Wie gesagt, 9R mit einer 12 Meter Saatbett-Kombination von Farmet. Genau, ich habe tatsächlich noch keine Bilder gemacht, weil es ist hier gerade ein bisschen doof wegen Vorgewände machen und so. Und ja, bei uns in der Region sind die Vorgewände meistens ziemlich groß und da kann man dann relativ bescheiden Bilder machen. So, deswegen müssen wir jetzt gleich mal schauen, was hier noch möglich ist. Aber ich hoffe, wie gesagt, ich kann den Sonnenuntergang hier noch ein bisschen mit nutzen und für euch noch ein paar Szenen aufnehmen. Aber ja, wie gesagt, ihr habt erstmal die Infos. Ich
hoffe, ihr könnt dann gleich noch ein bisschen was davon anschauen. Ich krieg noch ein paar Bilder hin. Ich melde mich nochmal, bevor ich dann nach Hause fahre, und dann bin ich auch schon ein bisschen schlauer. Alles klar. Dann bis dahin. Ciao, ciao. So, ganz kurze spontane Zwischenmeldung. Leicht außer Atem bin ich nochmal fix auf die andere Feldseite gerannt und und möchte jetzt noch hier Bilder fix beim Drillen machen. Das Ding ist, ich denke, man sieht es da hinten. Absolut geiler Sonnenuntergang noch. Ich kann euch wahrscheinlich jetzt schon versprechen, es wird nicht allzu viele Aufnahmen im Follow the Fox davon geben. Problem ist einfach, wenn ich jetzt hier Bilder machen möchte, dann zählt im Endeffekt jede Sekunde und ich kann mich halt auch nicht zerteilen und kann immer nur mal so ein paar Szenen zwischendurch mit anschalten, die Kamera mit filmen. Werdet es auf jeden Fall sehen. Freut euch so oder so auf jeden Fall auf die Bilder, weil ich denke, auch gerade drüben schon beim 9R, absolut geil. Solche Momente überwältigen einen halt einfach. Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß. Bleibt dran. So, wir befinden uns jetzt auf dem Rückweg zum Auto. Ich denke, es reicht soweit für heute. Ich habe jetzt beim Drillen, wie gesagt, hoffe ich, ein paar schöne Bilder gemacht. Habe noch ein paar Aufnahmen für euch hier für den Follow the Fox gesammelt. Und ich hoffe einfach, dass ein bisschen Material dabei rumgekommen ist, was jetzt dieser da in den Follow the Fox reinschneiden kann. Wie schon vorhin angesprochen, es ist halt ganz oft, wenn ich dann wirklich irgendwo hinkomme, gerade in den Abendstunden, wenn man so ein bisschen gucken muss, oh, schaffe ich es jetzt wirklich noch, meine ganzen Bilder, die ich ja im Kopf habe, umzusetzen bei dem Licht und so weiter, dann wird es auch schnell mal hektisch. Von hier nach da gerannt, in die Ecke noch und aus dem Winkel, ne, und dann filmen und Bilder machen. Ja, es ist halt anspruchsvoll, da wirklich immer alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich denke, bisher ist es doch immer geworden. Gut, in diesem Sinne verabschiede ich mich dann heute hier am Dienstag. Wir sehen uns dann entweder irgendwann diese Woche noch mal wieder oder mal schauen, wann es weitergeht. Auf jeden Fall bleibt dran. Wir werden sehen, wann es weitergeht. Und bis dahin, ciao, ciao. Ja, willkommen zurück hier am Donnerstag. Wir sind noch mal zur Agrargenossenschaft Tirschendorf hier gefahren. Da hinten sind wir gerade beim Saatbett bereiten mit einem Class Axion 950 und einem Farmet K800. Also ein 8 Meter Saatbett grober. Und auf der anderen Seite hier drüben ist auch noch ein New Holland 8050 mit, ich weiß gar nicht ehrlich gesagt, was er hinten dran hat. Ich habe jetzt auch noch gar nicht geschaut. Es ist auch schon wieder relativ spät sogar heute. Deswegen, um 6 ist Feierabend und ich muss mir ein bisschen hier schicken, dass wir noch was Ordentliches zusammenkriegen. Maja ist auch dabei. Wir schauen, dass wir hier noch was fertig kriegen. Wir hören uns dann nachher nochmal und bis dahin viel Spaß. Ja, willkommen zurück. Es sind seit dem letzten Mal schon wieder ein paar Tage vergangen. Heute sind wir mal wieder bei der Bodenbearbeitung hier unterwegs. Tatsächlich ist der Sprung für euch jetzt gar nicht so groß, weil die letzten Aufnahmen müssten ebenfalls beim gleichen Gespann
passiert sein. Das sehen wir da im Hintergrund auch fahren. Also der Axion 59 mit dem Farmet Kompaktomat von der Agrargenossenschaft Kirchendorf. Genau, wir haben auch noch im Auto dann die Neuerung, die ab jetzt April wieder mit am Start ist, haben wir im Auto liegen. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf die ganze Sache. Was es ist, habt ihr wahrscheinlich schon mehr oder weniger auch gesehen. Dazu machen wir aber später auch noch mal was Genaueres und dann schauen wir mal, was heute noch so ansteht. Und bis dahin, ciao, ciao. Ja, einen schönen guten Abend heute hier nochmal am Donnerstag. Ich hoffe, es passt vom Ton gerade hier alles ein bisschen, weil das Ende ist. Hier gerade mehr oder weniger ein bisschen spontan. Die Sache ist die, wir haben jetzt schon ziemlich langen Verzug drin in den ganzen Aufnahmen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen meine Planung hier gemacht, wie ich mit den Postings und dem Follow the Fox jetzt so weitermachen möchte, wegen dem Veröffentlichen. Und ich muss sagen, wir sind an einem Punkt, wo wir einfach jetzt mal einen Schlussstrich ziehen sollten. Und so werden wir das dementsprechend jetzt auch machen. Genau. In dem Sinne ist dann auch die ganze Drohnengeschichte erst im neuen Follow the Fox drin. Wir werden das einfach an den Anfang von den nächsten Follow the Fox dann schieben. Dann passt das auch. Tut mir leid, dass ich das eigentlich angekündigt hatte. Aber ihr kriegt das sehen, keine Angst. Gut, in diesem Sinne dann wieder vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da und schaut bei den anderen Videos vorbei. Wir sehen uns dann beim nächsten Follow the Fox wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.